Hallo und willkommen zur abstrakten Wissenschaft oder genauer gesagt Abstract Science im Portal 2 Singleplayer Workshop. Das ist eine kleine Reihe des Dr. Fauli, hat zwei Teile. Vielleicht kriege ich sie beide in eine Folge rein. Wollen wir einfach mal schauen. Ich halte mich ran. So. Oh, du bist es. It's a me. Hier kann man sich hochfahren. Viel mehr ist wohl erstmal nicht drin. Okay. Dann gehe ich mal darüber. Hier macht man eine Brücke. Vorzugsweise dauerhaft. Also muss ich irgendwie den Würfel kriegen. Oh oh. Da sehe ich ja erstmal was ganz Spaßiges. Hoffentlich klappt das. Aha. So, jetzt kommt der... Ah! Jetzt kommt der Würfel und ist da am Anfang. Tja, soll ich das selber auch machen? Ich habe gerade überlegt, ob ich die Schräge brauche, aber ich stopp erstmal ab. Dann springe ich einfach von hier. Ich hoffe, es reicht. Ja. Okay. So klappt's. Nebenbei, ich habe meine GLaDOS vergessen. Ha! So, da ist GLaDOS. Die berühmte Glattoffel. So, jetzt haben wir die Lichtbrücke da unten. Wie komme ich da hin? Kann ich zur anderen Seite da auch hinspringen? Reicht das? Das sieht echt ganz schön weit aus. Also das waren jetzt zwei Panels in die Richtung und die sind ja mindestens das Doppelte, oder? Eins, zwei, drei. Kann ich die irgendwie holen, die Lichtbrücke? Ich geh nochmal dahin. Habe ich noch gar nicht geschaut. Ha! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay, ich weiß schon, was ich mache. Ich habe aber gerade nicht abgestoppt. Also ich habe nicht ducken gedrückt oder so. So, also blau haben wir ja da schon. Jetzt machen wir einfach unterm Hintern die Lichtbrücke. So. Dann sind wir da auch durch. Jetzt brauche ich wieder den Würfel. Jetzt wird's interessant. Ich müsste ihn... Ach so. Geh einfach da rein. Dachte, ich muss ihn jetzt kaputt machen oder sowas. Nein, ich hole ihn. Aber... Nee, ich muss nochmal einen Weg weitermachen, weil die Lichtbrücke gleich weg sein wird. Ich hole ihn so. Sehr gut. Ein Scherz. Wollte schon sagen, nur sehr gut, mehr nicht. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Nein. Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Dieses sadistische Schwein. Gib her. Oh nein, schon wieder vermasselt. Okay, jetzt wird's wirklich abstrakt. Drück den Knopf nochmal. Ja, ich drück ihn nochmal. Ich fall ja auf alles rein. Komm, gib her. Überraschung? Nein! Da. Ja, lachen wir mal. Ha, 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 ha. Okay, das war nicht schlecht. Traue ich mich, über die Brücke zu laufen? Ich traue mich. So. Die Frage ist, was passiert, wenn ich den Knopf nochmal drücke? Wahrscheinlich kommt der Würfel einfach nur neu. Okay. Aber hätte ja sein können, dass noch was Absurdes passiert. Um nicht zu sagen, was Abstraktes. Okay, so, wo will er denn hin? Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Okay, hier komme ich noch nicht weiter. Ich gehe mal in den... Achso, da komme ich hoch. In den Raum hoch. Das kann jetzt ja auch nicht so schwer sein. So, was machst du? Du machst einen Strahl. Da kommt doch ein neuer Würfel. Ich habe ja den jetzt mitgebracht. Ach, ich kann ja noch darüber. Fällt mir gerade mal so auf.
Gucken wir uns das erstmal an. Das... Was? Moment mal, damit bin ich doch raus, oder? Wenn ich jetzt den Würfel hier reinmache? Okay, was soll der Kram da oben? Ich meine, das war doch die leichteste Übung, den Companion Cube hier reinzubekommen. Warum sollte ich und wie vor allen Dingen sollte ich den rufen? Okay, ich habe die Befürchtung, dass der Companion gleich kaputt geht, wenn ich den hier reinmache. Und dass der andere kommt. Wobei, dann würde ich auch nicht so richtig weiterkommen. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Ah! Hilfe! Was ist denn jetzt passiert? Jetzt kam der Strahl hier. Das heißt, ich kann den Ausgang nicht mehr so einfach öffnen. Aber jetzt hole ich den anderen Würfel. Jetzt wird's interessant. Der liegt dann da oben. Okay, den Companion lasse ich mal hier liegen, weil ich den nicht anders irgendwie retten kann gerade. Und gehe selber wieder rüber. Muss auch noch einer rein. Okay, ich könnte den Companion neu holen und hier rein machen. Oder ich gehe hoch. Wie hole ich mir den überhaupt? Ich dachte, der fällt hier runter, aber hier ist ja... Ach nee, da war ja eine Sprungfeder. Okay, es ist nicht so ganz klar, was man von mir will. Ich hole mir jetzt den Companion hier nochmal neu. Das ist erstmal der einfachste Weg und dann werde ich den hier reinmachen, damit wahrscheinlich der Strahl da wieder weg ist. Der Orangene. Mal gucken. Ja, jetzt werde ich den hier oben darüber schaffen. So wird es wohl gemeint sein. Und dann habe ich es eigentlich auch. So, jetzt liegt der da. Jetzt gehe ich da noch hin. Jetzt kann hoffentlich nichts mehr passieren. Gut gemacht. Soll ich klatschen? Okay, seine Singleplayer-Kammern sind nicht die schwersten. Die hier war streckenweise ganz witzig. Würde ich jetzt unter normalen Umständen... Oh, ist auch sehr kurz gewesen, stelle ich gerade fest. Eigentlich nicht unbedingt upvoten. Mache ich jetzt aber mal. Da kommt wieder die alte Verbundenheit. Und es kommt ja noch eine zweite. Kommt sie? Ja, kommt sie. Diesmal direkt mit GLaDOS. So. Zack. Abstrakte Wissenschaft Nummer 2. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich komme wieder. Wie? Soll ich jetzt die ganze Zeit hier stehen bleiben? Glaubst du doch wohl selber nicht. So, hier ist eine getimte Deckenfläche. Die ist wahrscheinlich für den blauen Klecks. Und was haben wir hier? Ach, reicht das sonst nicht? Okay. Aber hier sind diverse Symbole. Dreifachwelle, Dreieckwelle. Da ist nur die Dreifachwelle, glaube ich, ist das. Ich glaube auch nicht, dass da noch mehr Symbole sind, die ich nicht sehe. Da werden woanders noch Sachen passieren. Okay, hier käme ich hoch zum blauen Gel. Indem ich erstmal einen Würfel erobere. Mal gucken. Geh jetzt erstmal hier rein. So, schätze mal, hier bekomme ich ihn im Endeffekt raus, den Würfel. Wenn er denn hier irgendwo kommt. Ja, da kommt er. Ah, das ist schon deutlich interessanter aufgebaut als der erste Teil. Also das sieht jetzt etwas komplexer aus. So, das ruft doch den Würfel. Jawohl. Sehr gut. Naja, sehr gut. Sehr gut ist vielleicht anders. Wie komme ich denn da rein? Hier. Und zwar X macht auch wieder irgendwo ein Grill weg. Den. Hilfe, wo kam ich her? Hier kam ich rein. Okay, macht den Grill weg. Dann würde ich sagen, aktivieren wir erstmal den Strahl, der getimed ist. Sehr kurz getimed, aber ich kann ja durch den... Ups, so. Durchs Gitter durch den Würfel rufen. So. Jetzt... Was machen wir jetzt? Jetzt kam
Der Grill. Hilft der mir schon was? So, jetzt kann ich eine Verbindung zwischen den beiden herstellen, aber das ist irgendwie... Ich müsste ihn eigentlich... Achso, naja. Ich müsste den Würfel noch weiter rüberbringen, indem ich... Jetzt, wie war das? Den Grill wegmache. So, genau. Das heißt, drücken, raufsteigen. So, das war knapp. Jetzt liegt er da hinten. Jetzt wird's interessant. Jetzt kann ich so... Nee, verdammt. Kann ich nicht... Hä? Also ich kann diesen Strahl nicht abgreifen. Ich kann auch nicht... Da gehen mir glatt ein bisschen die Möglichkeiten aus. So, das ist das Ende. Das ist einfach. Jetzt muss ich nur noch den Würfel hier rüber bekommen. Aber wie? Wenn ich da reingehe, kriege ich nur den anderen Grill wieder weg, wo er gerade durch ist. Das hilft mir eigentlich nichts mehr. Frag mich gerade, wie ich den hier rübertrage. Weil mit Strahl ist nicht. Und hier kann ich mir doch auch nichts holen. Nee. Ist was mit Schwung? Eigentlich auch nicht. Also der Strahl drückt nur dagegen. Der kann nicht geholt werden. Das würde für mich bedeuten, ich muss den Würfel tragen. Wie tue ich dies? Also mit dem Knöpfchen hier mache ich den Grill weg. Hilft mir aber gerade nicht so viel. Ich überlege gerade, ob ich den erstmal da reinbekommen soll, den Würfel. Aber wüsste ich jetzt gerade auf Anhieb auch nicht wie. Oder doch? Moment, der lag vorher... Nee. Ich war selber auf dem Knopf drauf. Und da habe ich es geschafft, den Grill wegzumachen. So, das heißt... Wenn ich jetzt hier reinschießen könnte... Dann könnte ich ja den Würfel hier reinbekommen. Das wäre ja simpel. Aber wie? Eine andere Verbindung machen sollen. Der macht den Grill weg. Ach so. Ah ja, ich glaube, es war ein Schritt zu weit. Verdammt. Scheiße. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Das war jetzt nicht so ohne. Also nochmal auf den ersten Knopf rauf. Genau, das war jetzt der Grill. Und wenn ich drin bin, mache ich die Verbindung, damit ich den Würfel hier reinbekomme. So, jetzt... Oh, jetzt müssen wir mal die Sache machen. Uah, da muss man wirklich schnell sein. Uiuiui. So, jetzt kommt der Würfel hier rauf. Oder? Hä, nee, Quatsch, jetzt kommt er einfach hier raus. So. Gab es hier irgendwo weiß? Ach, die Deckenfläche. Ach, du Scheiße. Oh, jemine. Ho, 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 ho. Beeindruckend. Okay, das hat einen Moment gedauert. Jetzt kommt die Sache mit dem blauen Gel. Das erfordert ja auch wieder fieses Timing. Geht das hier dauerhaft? Aha, okay. Das heißt, ich habe ja kein blaues Portal mehr. Dann bereite ich mal hier vor. Und mache einen Klecks.
Flups. So, kommt da gar kein Orange am Ende oder was? Reicht es, wenn ich einfach nur einmal rüberspringe? Ja, okay, ich denke, so ist es. Obwohl, das ist schon recht weit. Eine Brücke wäre mir lieber. Puh. Da kommt auch noch eine Fläche. Ich speichere mal kurz ab und probiere mal, wie weit ich hier komme. Oh. Okay, hier geht's wieder zurück. Hier passiert was. Aha. Einfach weil ich es kann, habe ich jetzt mal hier blau hingesetzt. Oh. Könnte gar nicht so falsch gewesen sein. Alles läuft wunderbar. Aber was mache ich damit? Ach, ich ahne was. Ich mache da doch noch Orange hin, damit ich danach den Würfel mitnehmen kann und nicht mehr auf diese Plattform da angewiesen bin. Das könnte es doch sein. Das heißt... So, achso. Hatte ich jetzt noch ein... Nee, ich habe keinen Portal mehr. Das heißt, ich bereite hier wieder vor. Oh, in einem Square. Wieder so ein Flatschen. Der kommt aber, glaube ich, auch dauerhaft. Au. So, jetzt machen wir da. Und da. Ja, cool. Aber ich weiß noch gar nicht, wozu ich den Würfel mitnehme. Ich denke mal, das hier funktioniert. Das ist genug Fläche. Dann wollen wir mal. So, das machen wir später. Jetzt gucke ich erstmal da oben, was es da gibt. Aha, muss auch der Würfel rein? Nee, was? Wie? Okay, ich glaube, das ist nur zum Abspülen, falls was passiert ist. Aber erstmal bekomme ich ihn ja gar nicht hier hoch. Interessant. Noch einen Würfel? Okay. Was sind hier die nächste weiße Eintrittsfläche? Ah! Ah, ich soll ihn... Ah, okay. Naja, ich ahne es. Der muss jetzt blau werden, damit er hier irgendwie hochspringt und dann kann ich ihn da abspülen. Was ist denn das? Was brauche ich denn zwei Würfel am Ende, ja? So, das habe ich erledigt. Was ist denn da oben? Vielleicht doch mal hier rausgehen. Ach, da waren ja noch die Brücken. Okay, da fehlt jetzt... Wo fehlt das denn jetzt? Dreieck und normale Welle hatte ich ja da. Moment. Das probiere ich jetzt doch mal aus. Ich muss ihn ja eh mit rübernehmen, damit ich wieder ans blaue Gel rankomme. Das war jetzt die... Moment, war hier nicht noch mehr? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hier war doch noch... Das ist jetzt Dreieck. Wo war denn jetzt normale Welle? Ach, war das da hinten irgendwo, wo ich es jetzt gerade nicht sehen kann? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Erstmal hochgehen und das mit dem blauen Gel nochmal machen. So, im schlimmsten Fall geht der da ein paar Mal kaputt, aber er wird ja neu kommen. Also wenn er da irgendwie rausgeschossen kommt. So, jetzt lasse ich den mal hier liegen. Wobei, dann komme ich ja da wieder nicht hoch, ne? Oh, ist das ein Hin und Her. Da kommt er auch schon raus. Ja, ich komme ja nur mit der Treppe da hoch. Insofern... Ah, das war er. Okay, ich kann ihn ja einfach neu rufen. Das Blaugel dürfte noch da sein. Das heißt, wir warten jetzt mal auf den nächsten. Boing. Hoffentlich wird der selber noch blau. Könnt ihn mal halten, ne? Oh. Ah, gar nicht so leicht. Und im richtigen Moment fallen lassen. Oh, so. Uah. Ha. So, das ist hier eine Selbstspülanlage sozusagen. Sehr schön. Ja. Okay, da war das. Da war das Feld. Okay, ich wollte... Jetzt bringe ich mal den rüber.
Ist ja egal, welcher wo liegt. Also aktuell egal. Das war die eine Hälfte hier, genau. Und die andere Hälfte hier. Dann bin ich da oben sozusagen jetzt auch fertig. Aha, jetzt kann ich auf die Brücken rauf und wahrscheinlich, ja, brauche ich auch blaues Gel. Ich mache es einfach mal auf beiden Stellen. Aber wie machen wir jetzt das? Muss ja da wieder irgendwie reinkommen. Das hat er echt fies gemacht, dass er einem keine vernünftige Eintrittsfläche gibt. So, das heißt, ich mache jetzt ohne Schwung, aber nochmal mit Speichern. Spring einfach. Oh, reicht das? Ja, oh, oh. Scheiße, das war zu viel. Der erste war sehr knapp und der danach. Ich mach's mal mit Schwung. Obwohl da einiges passieren kann, was nicht so gut ist. Okay, geht's einfach nur durch. Mache ich denn da oben noch irgendwas für einen Ausgang? Im blödesten Fall müssen die Würfel dann nochmal hoch. Achso, ich wollte ja gar nicht mit Schwung machen. So, also. Ich stopp mal erstmal ab. Oh. 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 Ja, ach so. Hm. Scheiße, einen Würfel muss ich hochkriegen. Um erstmal die Fläche zu haben. Was macht das? Das macht da unten auch die Fläche. So, ist denn jetzt überhaupt einer entbehrlich? Die Flächen sind ja nicht mehr wichtig. Es sind nur die Lichtbrücken wichtig. Und dafür brauche ich Mond und Slash. Das ist hier. Das heißt, ich kann den anderen Würfel mitnehmen. Okay. Gut, das speichere ich jetzt aber auf jeden Fall nochmal ab. Denn bisher waren die Würfel nicht in Gefahr. Jetzt schon. Okay. Weil wenn mir jetzt einer runterfällt und ich das alles rekonstruieren muss, das wäre blöd. Oh, kommt hier immer noch Farbe? Nee, jetzt nicht mehr. So, also jetzt den anderen da hoch. Geschafft. Hm. Also, was ich sehr gut fand, war, dass das eine Steigerung zum ersten Teil war. Also, das war hier deutlich komplexer. Man musste eine ganze Menge hin und her organisieren. Es waren auch ein, zwei Stellen, wo ich dann echt mal überlegen musste, was ich am besten als nächstes mache. Es war ein bisschen Backtracking dabei. Das war aber noch im Rahmen. Ne? Also, hier jetzt gerade hin und her zum Schluss und so. Ging aber. Ich habe zum Glück nichts riskiert, was ich mühsam wiederherstellen musste. Hielt sich also auch in Grenzen. Vom Schwierigkeitsgrad her alles noch machbar, aber wie gesagt, eine gute Steigerung zum ersten Teil. Da hätte ich auch beim ersten Teil noch den Daumen weglassen können, aber beim zweiten gebe ich ihn jetzt auf jeden Fall aus Überzeugung. War ganz nett. War für seine Verhältnisse tatsächlich noch simpel. Ne? Also jetzt bin ich mit zwei Teilen hier unter einer halben Stunde. Ansonsten hält man sich mit einer Kammer bei ihm. Und da spreche ich mehr vom Koop durchaus mal 90 Minuten auf oder so, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt. Also hier nochmal ein kleines Plädoyer für Dr. Fauli. Ich habe jetzt nämlich an dieser Stelle seinen Workshop komplett durch. Spielt die Koop-Kammern, die sind super. Die habe ich ja alle schon mit Kollege Sora gespielt und die steigern sich echt bis ins Unermessliche. Bis auf eine, die wirklich pervers ist, haben wir da alle irgendwie geschafft. Aber spätestens die Brain-Teaser sind schon ein ganz schöner Hammer. Ja, guckt da einfach mal in die Koop-Playlist, da findet ihr die, haben wir nach Schwierigkeitsgrad gesteigert, fängt an mit einer einfachen Serie, die This is Teamwork heißt bei ihm und dann wird es so Medium und die Brain-Teaser sind echt brutal, also sein Koop-Workshop ist fantastisch, sein Singleplayer-Workshop ist genauso überschaubar, wie er noch für seine Verhältnisse relativ simpel ist, also eher nicht so ausgeprägt, aber koopmäßig hat er sich da voll reingesteigert und hat echt super Arbeit abgeliefert, wollte ich sagen, oder geleistet. Und ja, ich bin jetzt genauso wie bei Mivius, auch bei Dr. Fauli ganz glücklich, dass ich alles durch habe. Ist schön, wenn man einen ganzen Workshop von jemandem gesehen hat, der gute Arbeit leistet und auch das meiste davon, also wenn man selber das meiste davon gut geschafft hat oder überhaupt geschafft hat.
Und insofern bin ich raus an der Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.